Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Die Staffel mit den Kids geht weiter. Denkt dran, ihr habt mich schon so oft angeschrieben auf Instagram, kann ich meine Kiddies auch mal vorbeischicken? Ja, ihr dürft gern weitermachen, schreibt mich an, ich melde mich bei euch. Heute habe ich aber auch wieder zwei ziemlich coole Kids bei mir. Ich bin mal gespannt, welche Fragen ihr zwei mitgebracht habt und vielleicht stellt ihr euch erstmal vor. Ja, also ich bin der Hannes. Der Hannes fährt Motorrad. Ja. Ziemlich gut sogar. Ja. Ja. Und du? Ich bin die Valerie. Die Valerie fährt auch Motorrad. Ja. Auch schon so gut wie er? Mhm. Aber bald. Ich bin mal auf eure Fragen gespannt. Haut sie einfach mal raus. Arbeitest du gerne im Team oder alleine? Oh, also ich arbeite sehr gerne im Team. Wenn das Team passt und das tut es bei uns. Ich bin aber ganz offen, ich bin schon manchmal so ein Einzelgänger. Also ich bin immer so der Vorausrennt. Ne? Die rennen alle dann hinterher und versuchen mich wieder einzufangen, aber ganz oft ist es dann eben wichtig, dass das Team dann da ist, weil wenn ich immer vorausrenne und irgendwas mache, was nicht passt, dann bin ich immer froh, wenn hinten dann das Team wieder auffängt. Hattest du schon mal einen Autounfall? Ja, ich hatte schon mal einen Autounfall. Ich glaube sogar, das habe ich das letzte Mal erzählt, ich bin mit dem... Ich habe sogar schon ein paar Autounfälle gehabt, fällt mir so auf. Den allerersten, an den ich mich wirklich erinnern kann, war damals mit meinem Peugeot 106, mein erstes Auto, wo ich gegen den Bus gefahren bin. So Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Dann ist uns mal mit meinem besten Freund auf der Autobahn bei 200 und ein paar zerquetschten der Hinterreifen geplatzt. Zum Glück kann mein bester Freund ziemlich gut Auto fahren und hat das ganze Ding dann gerade auf die Seite von der Autobahn wieder hingekriegt. Und ansonsten, mich hat es aber noch nie überschlagen oder so. Das ist noch nie passiert. Ich bin nur mal auf der Rennstrecke mit einem Aston Martin im Kiesbett gelandet. Das fand ich auch nicht so lustig, weil es sehr teuer war. Du machst ja verschiedene Videos und wie kommt man dann immer auf neue Videoideen? Auf die Themen? Das ist eine gute Frage. Es ist so, ich überlege mir immer so unter der Woche, was interessant ist oder was interessant sein kann und nehme das Leben, was halt so passiert um mich rum. Und versucht das dann irgendwie in ein Video zu pressen. Und mal gefällt es den Menschen und mal finden sie es halt nicht so gut. Das ist immer so unterschiedlich. Okay. Was ist dein Lieblingshaustier? Mein Lieblingshaustier? Mein Lieblingshaustier ist James. Unsere Katze. Das ist mein Lieblingshaustier. Und das ist mein kleines Ein und Alles. Also unabhängig von meiner Frau ist das und unseren Kindern ist James so unser kleines Ein und Alles. Welche Videoarten kommen bei deinen Zuschauern am besten an? Das ist eine gute Frage, das müssen wir mal Herrn Nöckel fragen. Ich schaue mir das gar nicht so sehr an. Ich mache einfach die Sachen und dann gucken wir mal. Was aber schon immer gut ankommt, was ich auch ein bisschen kritisiere hin und wieder mal, ist mit Autos. Also immer wenn ein Auto kommt, auch auf Instagram, wenn ich ein Auto poste oder wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, ich habe so ein Video zum Beispiel mit meinem Porsche, den ich habe, ja. Dann ist das immer irgendwie überproportional zu den anderen. Okay. Obwohl die Themen sonst auch gut sind, aber im Autos hat irgendwie immer so einen Kick. Ich weiß auch nicht. Okay. Bist du Autofan? Schon, ja. Oder nur Motorradfan? Beides, aber ich mag auch Autos. Okay. Mhm. Aber Autos darfst du nicht fahren, ne? Ja. Oder fährst du schon? Wieder ein kleiner Junatinachi. Wirklich? Na, weiß ich nicht so recht. Wie nennt man deinen richtigen Job? Ich würde sagen, der Titel ist Vorstand und mein Job, den ich sehe, ist Investor. Kannst du mit was anfangen? Was man als Investor so macht? Ja? Okay, du auf jeden Fall. Weiß ich. Wurde bei dir schon mal eingebrochen? Nee. Oder probiert? Probiert, muss ich überlegen. Nee, probiert auch nicht. Nee, eingebrochen wurde bei uns noch nie. Wir wurden schon mal bestohlen, ja. Aber bei uns eingebrochen wurde noch nie, nein. Okay. Nein. Arbeitest du in der Woche oder und arbeitest du auch am Wochenende? Ja, ich arbeite am Wochenende immer mal wieder. Aktuell hauptsächlich so YouTube-Videos und Instagram und so Zeugs. Früher habe ich durchgearbeitet. Wirklich die Woche durch, ja, von Montag bis Sonntag. Wie viel ich in der Woche arbeite, kann ich dir gar nicht sagen, weil das verfliegt. Also ich stehe so um 5.30 Uhr auf und dann bin ich so gegen 8 Uhr im Büro, manchmal ein bisschen früher und dann kommt es drauf an, 20 Uhr, aber auch mal 22 Uhr wieder zu Hause. Okay.
Es ist, kommt ein bisschen drauf an. Aber es ist schon ein paar Stunden, die man arbeitet. Das Schöne ist aber, mir macht mein Job so viel Spaß, dass ich es gar nicht merke. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist mein Lieblingsessen? Oh, geil. Ich esse verdammt gern Indisch. Mhm. Das esse ich am liebsten. Da gibt es einen Inder hier in München, den ich sehr schätze. Und da esse ich am liebsten Haus Black Dal. Okay. Ja. Und Süßigkeiten? Wollen wir nicht drüber reden. Alles, was hier rumsteht. Okay. Deswegen, ich bin schon die ganze Zeit am Fimmeln, dass ich, wie bei allen anderen Videos, dass ich danach wahrscheinlich alles aufessen werde. Wenn ihr es nicht selber essen wollt. Gut, ich würde sagen, wir haben alle Fragen, oder? Oder habt ihr noch Fragen? Noch was eingefallen? Nein, ich habe keine mehr. Ich auch nicht. Okay, zum Glück. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Und euch, wenn das Video gefallen hat, dann wie immer liken, Glocke, kommentieren und folgen. Und ansonsten jeden Montag 18 Uhr gleicher Kanal. Geiles Video. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. So, aber jetzt würde ich sagen, muss man mal gucken, ob vielleicht Geschenke für euch da sind. Also da ist einmal Valerie. Da steht auch noch Valerie drauf und das hat den Hintergrund, weil für dich ist das hier. Aber wir haben es leider in keinen kleineren Karton gebracht. Okay, was? Einfach reingucken, Valerie, was drin ist. Das ist einfach nur groß. Brauchst du eine Schere? Ja, schon. Hilfe, Schere! Ist das eine Serie oder für... Just Dance, das ist für die Playstation. Das ist auch für die Playstation, oder? Okay. Zum Singen, zum Voice of Germany. Damit in Zukunft die junge Dame auf den Fernseher kommt. Ein Bobschlitten. Bitte? Ein Bobschlitten. Ich glaube schon. Ja, ich sehe es. Ja? Wie soll ich das jetzt am besten auspacken? Ich helfe dir mal, komm her. Bobschlitten. Da hat der Jörg mal ganz kurz das Mikro zerlegt. Bitteschön. Danke. Ja. Freut euch? Ja. Sehr schön. Ich mich auch.